Und damit herzlich willkommen zurück zu Grounded. Ich habe zwischen den Folgen ein bisschen meine Waffen gelevelt, denn wir wollen ja ins Teichlabor und da brauche ich eine starke Säurewaffe. Deswegen gelevelt. Ich hoffe, das haut hier... Oh, hier ist ein Zahn da näher. Ah, da. Gluck, gluck, gluck. Holt ihr den Zahn. Bam. Dann ab nach da unten. Und wenn ich es schaffen sollte, das zeitnah oder besser gesagt möglichst schnell zu erledigen, würde ich gerne auch noch ins Seuchenlabor. Den Speer habe ich jetzt mal hängen lassen. Übrigens mit dem letzten Update wurde dafür gesorgt, dass der nicht mehr von sich aus runterfällt. Finde ich ganz vorteilhaft. Mal aufgemacht. So, babam. Oh, da ist noch mehr Science. Sehr schön. Die holen wir uns. Lass mich halt rein. Schnell durchziehen. Keine Gefangene machen. Alles killen. Okay. Oh, da unten. Hol ich mir auch. Dann, 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 dann. So, jetzt natürlich erstmal Luft holen. Rein da. Nur die Stube. Oh, noch mehr Science. Sehr gut. Die Kisten lasse ich zu. Wir wissen, das sind nur Materialien drin. Die brauche ich gerade nicht. Hier ist nur die Lampe. Das aktivieren wir mal. Was war denn hier drin? Nur Schrott. Liegen bleiben. Weg mit dir. Bam. Mitgenommen. Respawn Point setzen, falls ich hier gekillt werde. Kannst du mal mitnehmen. So. Und dann wieder runter. Geh mir aus dem Weg. Look, look. Ich meine, schnell in diese Schlüsselhöhle noch reinschauen, falls da irgendwas drin ist. Ist auf jeden Fall irgendwie War Science in der Nähe. Könnte die hier drin sein? Nee, ich entferne mich. Wir gucken trotzdem mal rein. Bitte keine infusten Spinnen. Ein Zahn. Ein Zahn, ein Zahn, der meinen Namen trägt. Autschi. Schnell wieder raus. Ja, die attackieren mich jetzt alle. Autschi. Tut ja richtig weh. Schaffen wir das noch? Mit 99? Ich denke schon, oder? Reingetaucht. Irgendwo ist hier auch noch das Skelett. Oh, Bro Science. Sehr schön. Da war sie also. Da ist auch das Skelett. Mitgenommen. Ist auch irgendwo Raw Science noch in der Nähe. Bam, balam. Hier nicht raus. Jo, kann ich. Ich hole mal schnell Atemluft. Wo ist ja noch ein Zahn? Mal durchatmen, schnell. Oder auch mal einen Verband nehmen.
Mal wieder runter. Feinde dir, Junge. Darüber. Schnell. Oh, Autschi. Bam, bam, bam. Und hier nach drinnen. Rüstung gewechselt. Okay. Ja, der Weg ist frei. Fein hier. Oh. Die Tür kann ich eigentlich missachten. Die führt mich hier nur in den Anfangsbereich zurück. Jetzt mal hier. Nehmen wir mit. Bam, bam. Nur wieder schön das Zeug anlegen. Was dahinter? Nö, hier ist nichts. An der alten Spinne vorbei. Lass mich hier durch. Jetzt 8. Oh, da ist der Zahn. Hab ich aktiviert. Nehmen wir mit. Aber hier noch. Können wir auch mitnehmen. Ja, die waren zum Glück allesamt normal. So, du bist offen, sehr schön. Okay, bisher läuft der Laden. Das war der eigentliche Weg, den ich gehen muss. Hier war nichts. Ist noch irgendwo. Irgendwo ist hier noch so ein Monitor. Geil. Die sind allesamt schwach. So. Sehr fein. Allesamt schwache Gegner. Top. Hier ist das Ding. Aktiviert. Ist hier noch irgendwas in der Ecke? Ja, du. Das war einfach. Das gebe ich zu. Das war einfach. Kein infused Gegner. Copy. Und jetzt habe ich meine Russell Sprouts Quelle endlich wieder. Weil meine Farm, die wirft nicht mehr so viel ab, seit nur diese kleinen dauernd wachsen. Auch die großen Russell Sprouts, die immer zwei geben, weil die kleinen, die geben nur eins. Pro Feld hast du zwei, eins musst du ja wieder investieren in das Feld. Also gesagt, du kommst aus jedem Feld nur mit einem Russell Sprout raus. Deswegen, das hier, ganz was Wichtiges. Hey, nichts hier übrig lassen. Wir lassen nichts für die Nachbarn.
Ja, halt. Aber falscher Weg, oder? Ist doch hier der richtige. Nimm das mit. Du bist auch noch was. I feel a little less squishy now. Und raus hier. Einfach nur raus. Da würde ich nicht reingehen, weil ich brauche ja eh seine Chipkarte dafür. Deswegen, das lohnt noch nicht, da reinzugehen. Machen wir später irgendwann. Ich würde gerne weiterziehen. Bam, bam. Allergies. So. Mal schön gucken, nicht, dass hier irgendwo eine Wolfsspinne haust. Boing, boing. Zack. Erstmal Respawn Point setzen. Ganz was Wichtiges. Brussels Sprout, was auch immer. Da, was haben wir hier? Fernschnitt. Nö. Frühlingsverteidigung. Nö. Hier oben ran. Zack. Den damit rein. Ich muss das umorganisieren. Ich müsste ganz dringend. Halt. Warte mal. Boah, Schleifstein. Hier ein paar produzieren. Jetzt bin ich hier durch. Muss mich beeilen. Halt, einmal bitte davon mitnehmen. Du kommst hier oben rein. Des Weiteren würde ich gerne einen davon mitnehmen. Weil da gibt es ja diesen infusten Marienkäfer. Den muss ich loswerden. Sturz, schwarze Witwen, interessant, brauche ich nicht. Blockbetäubung brauche ich auch nicht. Passt das mal soweit. Ich würde nur gerne hier wieder für Umorganisationszwecke. Pinienzapfen fehlen mir. Da kommen die ganzen Trinkets rein. Brauche eine eigene Kiste dafür. Hilft nichts. Irgendwo ist hier die Wolfsspinne. Oh, hinter mir. Und sie ist auch noch infused. Na, zum Glück bin ich an ihr vorbei. Was getrunken? Lamalam. Boing. Und ab ins Seuchengebiet. Von der Zeit her haut noch alles hin. Das schaffen wir. Maskenkörper auch gesetzt. Da, da, da. So, jetzt erstmal die Seuche deaktivieren, dass dieses Gebiet sicher ist, dass ich hier zwischen den Wolken plündern gehen kann. Ja, was habe ich eigentlich noch so zwischen den Wolken gemacht? Ich habe viele meiner Rüstungen aus meinem Museum geupgradet, weil ich halt nun mal so viele von diesen Schilddingern hatte. Jetzt habe ich nicht mehr so viele. Aber dafür habe ich viele Rüstungssets mit entsprechenden Boni. Oder was heißt viele? Ein paar. Und das würde ich jetzt immer mal so machen. Weil ich brauche sie gar nicht mehr. Also dieses Marmorzeug. Die Zeiten sind vorbei. Und ich finde es immer wieder. Hier oben ist da. Weg mit dir. Weg da. Gut. Deaktiviert.
Eine Sache. Wir sind noch im Zeitplan, alles schick. Das sollten wir hinbekommen. Brauche ich die Bombe? Und ich jumpe hier mal runter. Ohne irgendwelchen Fallschaden. An euch vorbei. Ja, ekelhaften Fliegen. So. Aktiviert. Was haben wir hier noch so? Einmal mitgenommen. Mitgenommen, mitgenommen, mitgenommen. Damit ist das hier auch erledigt. Kommen hier erstmal so ein paar Botter, aber ich denke, die kriege ich auch mit der hier platt. Ja, ist ein Standard-Botter. Und das ist auch ein Standard-Botter. Weg mit euch. Ja. Ja. Weg. Oh, Vorsicht, die explodiert gleich da oben. Und erledigt. Umgelegt. Was haben wir hier? Nehmen wir mit. Boden kontrollieren. Hilfe! Könnte hier immer noch was Neues rumliegen. Mir fehlen noch zwei Rezepte. Und wie gesagt, mir wurde damals gesagt, manche erscheinen erst, wenn man im nächsten New Game Plus ist. So. Weg mit dir. Hier hinten müsste irgendwo ein Skelett liegen. Da. Geklaut. Sehr gut. So, jetzt kommt der schwerste Teil. Der Marienkäfer. Der wird richtig ekelhaft. Mutation. Das brauche ich da nicht. Das brauche ich da nicht. Ich nehme dafür... das hier und Axtmeister. Schlürfe diesen Trank und hoffe, dass ich ihn klein bekomme. Toll. Er hat natürlich scharf, aber ich mache ihn platt. So, wo sind denn keine ekelhaften Viecher? Ach nee, halt. Das sind die Dinger. Ich dachte, der hat hier irgendwelche ekelhaften Kleinen bei sich, aber nein. So. Okay. Das war leichter als gedacht. Ich gebe es zu und wir haben... Wie viel Zeit sind Sie mit deiner Anwesenheit bewusst? Schön. Danke dafür. Oh, wir haben Kone erhalten. Wunderbar. Meine Güte, bin ich gut in der Zeit. Ich habe nicht gedacht, dass das so einfach ist. Ich habe noch die Maskenkörper auf. Ich habe noch den Maskenkörper auf. Ist das genial? Ich habe es nicht mal bemerkt. Ihr seid Standardgegner. Bitte mal alle sterben. Oh, danke. Unkontrollieren. Alles, was so eine Mappe ist, muss schon kontrollieren. Nehme ich mit. Die Bombe lasse ich hier. Ecken schauen, aha, siehst du? Ich muss schon die Ecken kontrollieren. Alles, was Dokumente sind, kontrollieren. So, wir nehmen den Tunnel. Tunnel müssen wir nur aufpassen. Infused Spike. Sag mal, jetzt noch, Junge. Der ist so... Rezept für infiziert. Oh! Wer ist? Infizierte Apfelsande. Geil. Tops. Okay, ich muss zugeben, mir wurde insgeheim der Tipp schon ein bisschen gegeben, dass es im solchen Labor ist.
hin müssen. Ich dachte, dass es dort ist. Ich ging eigentlich davon aus, dass es hier bei dem ist, da hinten in dem Raum. Gut, hab ich's. Toppy. Aber jetzt ist die Frage, ist es wirklich neu hinzugekommen oder habe ich es in der letzten Welt einfach übersehen? Aber ich dachte, mir wurde halt gesagt, manche erscheinen erst, wenn man New Game Plus 2 ist. Oder 1? Ich weiß es nicht. Nee, es hieß manche. Also müssten es mehr als 1 sein. Das andere hoffentlich auch. Oder kommt das erst mit New Game Plus 3? Da ist ein Zahn irgendwo. Hier ist irgendwo ein Zahn. Gehen wir mal reintauchen. Guck mal nach. Ah ja. Ihr habt jetzt Giftschaden. Oder einer von euch hat Giftschaden. Ich entferne mich vom Zahn. Also hier kann es nicht sein. Nee, hier ist nichts. Nee, jetzt wird mir der Zahn wieder angezeigt. Ich glaube, der ist oben irgendwo. Lass mich vorbei. Wir sind jetzt alle infiziert. Oder besser gesagt, vergiftet. Oh, ich glaube, es ist wieder verbuggt. Es ist wieder verbuggt. Ja, bei euch. Viel Spaß mit dem Giftschaden. Noch mehr von denen. Sind zum Glück die Schwachen. Erwischt. Oh, jetzt taucht er wieder auf. Oh, the gas from this pipe smells almost exactly like Brussels sprouts. Was hast du denn immer gegen Brussels sprouts? Are you in there? Oh, da ist der Zahn. Boing, 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 boing. Genial. Ab nach Hause. Wirbel die Dinger geben. Ich bin bei meiner Hütte vorbei. Da war ich lange nicht meine Halle der Helden. Was ist hier noch irgendwo ein Zahn? Bin ich da schon hingehe? Schauen wir mal. Sie hat nichts angezeigt. War noch nichts. Boing, boing. Ein Hopsasser. Na, dann nehmen wir die Seilrutsche. Alte Spinne. Oh, Zahn. Hab nichts gesagt. Ist ein Zahn. Nehmen wir mit. Wunderbar. Noch einen Zahn mitgenommen. Uiuiuiui. Aber wenn wir so gut in der Zeit sind, könnte ich mir noch einen Zahn holen. Und zwar den auf einem Rasensprenger. Infused ist viel. Achso, in dieser Welt ist übrigens der große Grüne hier mit dabei. Vielen Dank dafür, wirklich. Den wollte ich hier unbedingt haben. Ah, oh, furchtbar. Ja, wir holen uns noch den Zahn beim Rasensprenger. Danach gehen wir zu Bürgermeister. Und danach beenden wir die Folge. Ich würde sagen, so ist das. So haut das hin. Ich bin aber wirklich erstaunt, wie einfach ich diesen Marienkäfer töten konnte. Also wenn man die richtigen Mutationen dabei hat, fetzt das schon. Eigentlich killen dich Gegner, aber er hat mich ja auch nie wirklich attackiert. Na, das war's ja. Ich habe ihn ja betäubt. Er hat nur diese Dinger gespuckt. Die konnten mir nichts anhaben.
Normalerweise hätte der mich gebumst, wäre ich wahrscheinlich tot. Hey, Fid! Warte mal, ich glaube, da muss ich die obere Seilrutsche nehmen. Was habe ich denn eigentlich von Korn gekriegt? Mühelose Fall, Hungerrate, maximale Ausdauer. Nicht wirklich. Oh ja, maximale Ausdauer, ne? 100% mehr. Ich kann es mal zeigen. Zack. Ja, da sind 4 jetzt. Normalerweise sind es nur 3. Weil halt 100%. Das kam mit diesem Update Anfang Mai. Was aus meiner Sicht jetzt noch das letzte Update ist. Aber es könnte inzwischen halt schon wieder neu gegeben haben. Dass so ziemlich alles gebackt wurde. Eben auch sowas. Ich muss hier mal hoch. Stell dich nicht so an. Ich muss hier hoch. Immer schön nach unten gucken, wenn man das macht. Dann klappt es besser. So, das Ding ist ausgewählt. Jetzt muss ich nur drauf landen. Jetzt mal kontrolliert, ob da drüben ein Zahn oben drauf ist. Sieht aber nicht so aus. Da. So. Sehr gut. Sturzschutz wieder. Nicht einfach besser. Ich habe einfach Schadensresistenz und Sturzschutz. Das ist eine super Kombo. Schon erwähnt, dass ich zwischen den Aufnahmen beim so ein bisschen durch die Welt gehen und plündern die neuen Süßigkeiten gesehen habe und die teilweise unheimlich witzig aussehen. Also das ist wirklich etwas, das schreibe ich dem Spiel gut, den Entwicklern, dass sie die Süßigkeiten ändern. Na, in der allerersten Welt, da hatten wir ja die Pepperoni für scharf, den Iceman für Minze und diesen grünen Kringel. Eher unbedeutende grüne Kringel. In der zweiten Welt hatten wir statt dem Iceman Sigourney Weaver. Statt dem grünen Kringel hatten wir die lustige Gurke, die ich optisch total ansprechend fand. Deswegen hatte ich sie auch immer als Thumbnail ausgewählt. Und statt dem Chili so ein geometrisches, weiß gar nicht mehr, was genau war, geometrische Form halt, die eher unbedeutend war. Aber diesmal sind auch wieder welche dabei. Schön anzusehen. Schön anzusehen. Denn auch die Verpackungen ändern sich, die ja so rumliegen, wo die drinne sind. Die haben neue Etiketten und das finde ich richtig klasse, dass das mit drinne ist. Also das ist was, das macht mir Freude. Das gefällt mir wirklich. Das sind manchmal solche Details, spitze. So, jetzt klicken wir uns mal schnell hier durch Birgels Text durch. Bist du Birgel? Da? Hi, Birgel. Nice to see you. How can I help you today? Ah, more handed over and but I knew I could. Here we go. Woo! Analysis shows the ambiguous. Put simply, it controls. Yes. Scientifically speaking, there is both good news and the good news. The bad news, if the cell must hold, please, for processing. Arrow, cheese and frog. We will need that. I am sorry. Hold on to the empty. Mr. Peter Buck, hand over the super. One more time. The haze. All of these great. Well, well, well. And I have some strange. A cough. However, we are making progress. Heaven exponential. Ich habe mich da immer durchgeklickt. Wir kennen das ja. Na? Oh, 7. Dann einmal bitte Gesundheit und einmal bitte Ausdauer. Oh, wunderbar. Es geht voran. Ich werde stärker. Ich werde mächtiger. Mächtiger als alle zuvor. Das ist stacked mit der Gesundheit und so auch sehr klasse. Ja, dass man wenigstens ein bisschen eine Chance hat gegen diese ganzen Viecher, die hier sind. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, ob was Neues freigeschaltet wurde, aber eigentlich dürfte es nicht sein. Okay. Größere Zelle, ja, ja, ja. Schön. Passt soweit. Sortieren. Du kannst rein. Du musst gehen. Ich glaube, Pilz hatte ich auch mehr als genug. Müll.
So, den Chip hier oben mit rein. Und dich auch. Muss ich echt sortieren. Was haben wir hier? Trotz Witwenschaden. Mal bitte nachschauen, ob ich den schon habe. Bin ich mir gerade nicht so sicher. Oh, hier kann ich wieder noch Verbesserungen machen. Eine Waffe. Tröpfelnde Regeneration. Damit heilt man sich über Zeit langsam. Ja, gar nicht so schlecht im Bossfight eigentlich, aber es gibt andere bessere. Schwarze Witwenschaden, haben wir das? Schwarze Witwenschaden, jo. Einmal bitte in den Müll mit dir. Und das Cone. Leider nicht meins. Aber das ist halt das Problem. Du findest nur noch Cones und die sind teilweise zu Larifari. Ich habe übrigens nicht geschafft, zwischen den Folgen den Thron und die Lampe wieder an den richtigen Ort zu stellen. Es tut mir leid. Es will einfach nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. So. Verbessern bitte. Brauche ich dich noch? Dann habe ich die grundlegenden. Ja, kann ich drüber nachdenken. Sind auch genau verfeuert die Stellung. Du bräuchtest es eigentlich auch, weil ich dich für unter Wasser immer brauche. Okay. Zwei Chips wieder gefunden. Jetzt fehlt nur noch der am schwarzen Ameisenlabor. Na, da müsste ich dann ja diesen Assistant Manager stellen. Das war die nächste große Aufgabe eigentlich. Aber ob ich schon stark genug bin, das ist die Frage. Weil den haben sie auch gebufft. Der, also mit diesem Anfang Mai Update, der aktiviert jetzt wohl diese Laser und diese Kraxeldinger schneller. Und die sind an sich dann auch schneller. Was ich als äußerst gefährlich ansehe. Aber okay. Für die heutige Folge, denke ich, soll es gewesen sein. No? Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Auf Wiederschauen. Reingehauen. Tüdelü.